Platz nehmen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Choral Evensong, liebe Gemeinde, hier im Berliner Dom und an den Orten, an denen Sie mit uns feiern. Wir feiern das Abendgebet in anglikanischer Tradition mit dem English Choir Berlin unter der Leitung von Kathleen Bird. Wie schön. Liebe Gemeinde, am morgigen Sonntag Trinitatis feiern wir das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Eine theologische Idee, die schwierig ist und doch viel über das Wesen Gottes aussagt. Gott ist umfassender, als wir Menschen begreifen können. Aber er lässt sich auf eine Geschichte mit den Menschen ein und offenbart ihnen mit der Zeit immer mehr von sich. Als Vater erwählt sich Gott ein Volk. Als Sohn kommt er allen Menschen zum Heil. Schließlich bezieht Gott in jedem einzelnen Wohnung als Begeisterung, als Tröster und als Liebeskraft. Ja, Gott ist reine Beziehung. Niemand ist von seiner Gegenwart ausgeschlossen. Gott will und kann nicht für sich sein. Und all das ein Ausdruck für seine Dreieinigkeit. My God and my mighty, whom I will trust. My
Of the book of Isaiah. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I. Send me. Here endeth the first lesson. My soul.
Evangelium für den Sonntag Trinitatis steht bei Johannes im dritten Kapitel. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lass uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and
sitteth on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord be with you. And with thy spirit. Let us pray. Given unto us thy servant's grace, by the confession of a true faith, to acknowledge the glory of the eternal Trinity, and in the power of the divine majesty to worship the unity, we beseech thee that thou wouldest keep us steadfast in this faith, and evermore defend us from all adversities, who livest and reignest, one God, world without end.
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed, give unto thy servants that peace which the world cannot give, that both our hearts may be set to obey thy commandments, and also that by thee we, being defended from the fear of our enemies, may pass our time in rest and quietness. Through the merits of Jesus Christ our Savior. Amen. Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord, and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night. For the love of thy only Son, our Savior, Jesus Christ. Thank you.
Gemeinde, manchmal müssen auch Männer reden. Ist so. Da brauchen sie einen, der zuhört, der sie ernst nimmt. Auch Männern tut das gut, wenn mal rauskommen kann, was einen tief drin umtreibt. Wenn ich mal fragen kann und nicht immer gleich Antworten parat haben muss. Ich glaube, auch für Männer werden die großen Fragen des Lebens nicht kleiner, wenn sie älter werden. Vielleicht werden sie sogar dringlicher. Kann ich mich noch ändern? Kann ich noch einmal neu anfangen, neu werden, gerade wenn ich schon älter bin? Und kann ich noch was vom Leben erwarten? Nikodemus geht mit seinen Fragen zu Jesus. Viel weiß man ja nicht von ihm. Man kennt seinen Namen und seine Aufgaben und Funktionen. Theologe, Mitglied im Stadtrat, Abgeordneter, allem Anschein nach ein besonnener, angesehener, geachteter Mann. Einer, der sieht, was passiert in der Welt. Einer, der daran leidet, wie Menschen miteinander umgehen. Er sucht das Gespräch. Das will er von Jesus selber wissen, wie er das meint mit Gottes neuer Welt. Immer wenn einer Fragen stellt, zeigt das doch, dass er noch nicht fertig ist. Nikodemus will keine vorschnellen Antworten. Für den scheint es nicht nur schwarz oder weiß zu geben, sondern eine ganze Menge Farben dazwischen. Und das stimmt doch. Das Leben ist viel bunter, als dir manche einreden wollen. Wenn einer genau hinschaut, nachfragt, es wissen will, dann hat er keine vorgefertigte Meinung. Will sich nicht abschotten und denken, ich weiß doch, wie der Hase läuft. Ich kenne doch alles längst schon. Er will nicht die üblichen Antworten hören. Dass einer offen ist für Neues, für neue Gedanken, Erfahrungen, Ideen, das hält einen auch im Älterwerden jung. Manche nennen das Midlife-Crisis, wenn einer anfängt, solche Fragen zu stellen wie Nikodemus. Die kann man auch noch mit 60 kriegen. Midlife-Crisis, das ist die Zeit, wo es dir klar wird, dass du schon mehr Lebenszeit hinter dir hast, als noch vor dir liegt. Und die Möglichkeiten, noch einmal was ganz anderes zu machen, werden kleiner. Vielleicht merkt man auch, dass man das, was man früher einmal wollte, nicht mehr erreichen kann. Vielleicht trauert man Möglichkeiten nach, die man ausgelassen hat. Vielleicht hadert man mit Entscheidungen, die man getroffen hat. Vielleicht macht einem schlaflose Nächte, was man anderen schuldig geblieben ist. Und dazu kommt das Gefühl, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Der Wunsch, dass sich was ändern soll. Und die Erfahrung, es muss sich doch etwas ändern in dieser Welt, wenn es eine Zukunft geben soll. Beides kommt oft zusammen, diese Erfahrung
und dieser Wunsch. Es kann doch nicht so weitergehen, dass wir so leben, als hätten wir eine zweite Erde im Kofferraum. Es kann doch nicht sein, dass jeder nur auf sich selber guckt, auf seinen Vorteil aus ist, dass nur zählt, was sich rechnet. Nikodemus damals hat sich an Jesus orientiert. Von ihm wollte er wissen, wie neues Leben gehen kann, anderes Leben. Ich probiere das auch, wenn ich ins Fragen komme und höre: Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Friedenstiften. Damit ernst machen, das wäre doch ein Anfang. Amen. Lasst uns beten. Du ewiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, alles lebt durch dich. Wir bitten dich für deine wunderbare Schöpfung, so schön und bedroht, so kostbar und missbraucht. Behüte sie. Segne die Neugeborenen. Segne alle Jungen, die aufbrechen und deine Welt erkunden. Segne die Erfahrenen, die ihre Gaben für andere einsetzen. Segne die Alten, die zurückschauen. Du ewiger Gott, bleib mit deinem Segen, erbarme dich.
Du Gott des Friedens, Jesus Christus, deine Menschen warten auf dich. Wir bitten dich für deine Freundinnen und Freunde, so mutig und verwirrt, so glücklich und ängstlich. Zeige den Weg zum Frieden. Behüte die Verletzten. Behüte die Flüchtlinge und Traumatisierten. Behüte die Verzweifelten, die Trauernden und die Toten. Du Gott des Friedens, schaffe dir Raum in dieser Welt. Komm mit deinem Frieden, erbarme dich. Du Gott allen Trostes, du heilige Geistkraft, alles atmet durch dich. Wir bitten dich für die Suchenden, so hellsichtig und ratlos, so vertrauensvoll und unsicher. Sende Hoffnung aus. Inspiriere die Einflussreichen. Inspiriere die Klugen und die Schwachen. Inspiriere die weltweite Kirche. Du trostreicher Gott, schenke neues Leben. Atme in uns und mit allen, die wir lieben, erbarme dich. Dreieiner Gott, erhalte deine Schöpfung, rette deine Menschen, erlöse die Welt. Dich beten wir an, heute und morgen und alle Tage. Amen. So geht in diesen Abend, behütet und begleitet von Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.